Ja, ich möchte diese Art vom Leben dokumentieren, weil es geht langsam verschwinden. Und solange es noch die authentischen Nomadenleute gibt, möchte ich von denen ihre Geschichte einfach erzählen lassen. Und ich möchte für denen, die meine filmische Sprache verleihen und damit sie sich ihre Geschichte inszenieren, ihre Geschichte erzählen zu können. Ohne Plan zu arbeiten. Man kann nicht einen Plan haben, weil die Nomadenleben ist einfach nach die Sonne, nach die Wetter, nach den Wolken und Wind eingerichtet. Und sie gucken, sie morgen wachen auf und dann schauen die Wind und Wolken und dann richten sie ihren Alltag nach. Und das heißt, unsere Filmarbeit war, es ist alles unplanbar, sehr schwierig gewesen. Und aber wir wollten auf gar keinen Fall diese Leute für unseren filmischen Zweck etwas verlangen zu tun, das sie normalerweise nie tun würden. Und wir wollten einfach sie in ihrem Alltag, ihren Rhythmus so lassen. Und wir können mit dem, also wir haben versucht, mit unserer Kamera in denen ranzupassen. Und das hat natürlich alles sehr schwierig gemacht, weil wir eben nichts planen können. Natürlich, ich habe vorher also 2 Wochen Recherchearbeit geleistet und da habe ich mehrere Familien gecastet und bis ich sie endlich gefunden habe. Und was ich in der Hand fest hatte, habe ich ein Treatment gehabt, das ist als roter Faden dienen sollte. Aber wir konnten viele Sachen gar nicht drehen, was wir gerne hätten wollen, und aber dafür, wir haben viele Geschenke einfach bekommen und die wir nie inszenieren können und überhaupt auch nie ausdenken können. Ist einfach so passiert und das war ein Geschenk. Zufall. Ich persönlich natürlich schon, sie kannte früher bei dem Recherchearbeit, aber die westliche Filmteam haben erst nach dem Ankunft kennengelernt und wir haben 3 Tage, also fast wochenlang Zeit gelassen, weil gleich nach dem Ankunft ist das ganze Team hat das kollektive Bettruhe gebraucht, weil sie alle haben so Durchfall, Fieber und alle diese Umstellung ist passiert und wir konnten nicht drehen und in diesem Zeit wir haben ganz langsam mit den Kindern und Eltern kennengelernt. Das war auch gut so. Eines Tages, die Nanza wollte mit uns gar nicht mehr arbeiten. Sie hat gesagt, ich habe keine Lust mit euch zu spielen, lasst mich in Ruhe. Und wir konnten nicht mit ihr drehen und wir haben einfach Wolken gedreht. Wir waren in dem Zuhause, einfach den Käse gedreht. Und dann, wir haben gesehen, dass die kleinen Kinder vor dem Spiegel diese kleine Butterstatue spielen. Und wir haben sofort Ruhe gesagt und die haben so heimlich sozusagen gefilmt. Und da die kleine Schwester gekommen und ihrer Bruder gesagt, man spielt nicht mit dem Gott. Und das war ein so eine große Satz und ich war so bewundert und ich habe es später mit der Mutter das auch gesagt. Und die Mutter meinte, ja, unsere Kinder haben kein Spielzeug und ein einziger dieser Butterstatue ist das wie eine Puppe und sie wollen immer damit spielen. Und ich muss immer sie ermahnen, man spielt nicht mit dem Gott. Und jetzt die kleine Schwester sagt zu ihrer Bruder das auch. Das war ein großes Geschenk, dass sowas kann man nicht inszenieren und denken. Also für mich ist das Wichtigste, ist das die Respekt vor der Natur. Aber es gibt auch viele verschiedene Aspekte in dem Film. Und ich möchte als Filmemacher gar nicht, dass irgendein Message sagen oder überhaupt bewerten, beurteilen, sondern für mich wichtig wäre, jeder Zuschauer mit eigener Lebenserfahrung, mit eigener
ja, dass es einfach sich mitbezogen fühlt und diese Geschichte ergänzt und jede eigene Schlüsse daraus ziehen. Jeder findet eigene Message vielleicht. Also ganz einfach als optischer Look. Ich wollte nicht, also mein erster Film Kamel ist das in der Wüste Gobi gedreht und das Land ist das sehr groß und Süden ist das Wüste Gobi und Zentral ist das Steppe und Westen ist das Bergen und ich möchte das in einer ganz anderen Landschaft darzustellen. Aber auch warum ich genau diesem Ort gegangen bin, weil dort meine Vorfahren, meine Großeltern da gelebt und meine Mutter ist das da geboren und aufgewachsen. Ja, ich habe letzte September diesen Film in der Mongolei gezeigt, im Kino auch gelaufen, sehr erfolgreich. Nicht nur meine Familie, sondern auch vor allem diese Filmfamilie, das gesehen und sich wieder gefunden. Und ja, sie konnten nur eins nicht verstehen, warum ihr Alltagsleben, was daran interessant sein könnte. Also erstaunlicherweise, zum Beispiel die Kleinste war 2,5 Jahre alt und er hat dreimal 90 Minuten wirklich wie eine Erwachsene gesessen und keinen Augenblick sich gelangweilt und einfach so geschaut und ganze Zeit geredet und das war, ich glaube, für den war auch sehr interessant. Vor allem ja bei diesem Kleinen und bei dem Filmarbeit, er konnte noch nicht reden. Aber als ich den Film fertiggestellt habe und zurückgezeigt hat, er konnte schon reden. Und dann ist das bei uns zu Hause, was ist denn jetzt hier, was machst du Mama? Und sie haben immer, für ihn war ganz Besonderes, denke ich. Also mit den Tieren arbeiten, mit dem Hund arbeiten war viel leichter. Und wir können irgendwo eine Wurst stecken oder Wurst schmeißen und dann da der Hund läuft danach. Aber mit den Kindern war es ist überhaupt nicht möglich, sie etwas irgendwelche Art und Weise zu manipulieren und eine Aufgabe zu geben und jetzt steh da und sag das und das war nicht möglich. Und das heißt, wir müssen immer Standby bleiben und ihren Alltag bisschen Stück für Stück mitgenommen. In der Mongolei, mongolische Wiedergeburtsglauben, ist jeder Hund wird im nächsten Leben als Mensch wiedergeboren. Und in diesem Fabel des gelben Hundes spiegelt dieser Gedanke, Wiedergeburtsgedanke. Und warum der Hund auch, warum der Film auch der gelben Hund genannt, aber der tatsächliche Hund, den wir im Film sehen, ist das gar nicht gelb. Und für mich war diese Spiritualität war sehr wichtig. Und diese spirituelle Ebene, dieser Gedanke, Wiedergeburt und wir kommen immer wieder zu diesem Welt. Und deshalb, wir müssen ihn lieben und respektieren und weil wir immer wieder wiederkehren. Und das ist der wichtigste Aspekt für den Film auch. Ich glaube, großem und ganzen das Land ist das an den Wiedergeburtsglaube eingeprägt. Ich kann nur persönlich für mich sprechen und mit diesem Gedanke und für uns ist schon als Kind, der Tod ist das allgegenwärtig und wir reden drüber und ich habe keine Angst vor zu sterben und das genauso in der Natur, wie dieser Buddha auch, wie dieses die Kamelkuh, Gras kaut,
Gras fresst und dann gemolken und Käse gemacht und dann wir essen das und das ist auch ein Zyklus. Und genauso unser Leben ist das ganz starke Wandlung und kommen und gehen, kommen und gehen. Das ist das Leben. Ja, natürlich, sehr. Als ich in der Mongolei war, ich bin in der Stadt geboren und groß geworden. Und all diese Geschichte war für mich von meinem Großmutter, von meinen Eltern gehört und irgendwie auch ein bisschen weit. Das ist auch eine heilige, romantische Welt gewesen. Aber ich habe wenig persönlich mit diesem Welt zu tun, aber nur als Sommerferien, Urlaub, also bei den Verwandten 1, 2 Monate und war für mich immer ganz besonders. Aber diese Wertschätzung habe ich durch meine Europa-Erfahrung entwickelt. Und ich habe in Ulaanbaatar in der Filmhochschule studiert und war damit nicht zufrieden. Und ich wollte nach Europa kommen und eine bessere Ausbildungsmöglichkeit zu haben. Und tatsächlich, ich habe ein besseres Leben in Europa gefunden, im Westen gefunden. Und aber dann stellte ich mir die Frage, was ist eigentlich besseres Leben? Und ich war Anfang von allen Sachen fasziniert und so viele Möglichkeiten, so viele bunte Sachen und 100 verschiedene Seifen und beim Einkaufen, ich muss auch beschäftigen und dann ja, was kostet das, wie viele, welche Farben und wie riecht das und welche Chemikalien oder was drin ist das und es macht mich so wahnsinnig müde und müde. Ich war ganz schnell von dieser Begeisterung irgendwie ganz schnell müde geworden und habe ich gedacht, ja, was ist das besseres Leben? In der Tat, ich habe ein besseres Leben gesucht und aber ich habe dadurch ein wertvolles Leben bei mir zu Hause, bei den Nomadenleuten entdeckt. Das war für mich das Wichtigste. Durch diese physische Distanz habe ich eine innerliche Nähe gefunden.